Liebe Freunde, liebe Freunde, Stuttgart 21 ist exemplarisch und doch zugleich verallgemeinerbar. Das Projekt ist hinsichtlich der Zerstörung etwas Besonderes, aber zugleich charakteristisch für allgemeine Tendenzen in unserer Gesellschaft. Ich möchte es heute an drei Beispielen verdeutlichen. Erstens am Beispiel Stufa, zweitens am Beispiel Carota und drittens am Beispiel Pofalla. Zum ersten Beispiel. Stufa e.V., das klingt ziemlich unterirdisch. Es ist auch unterirdisch, aber ziemlich irdisch-unterirdisch. Es handelt sich dabei um die Studiengesellschaft für unterirdische Verkehrsanlagen Stufa, eingetragener Verein. Diese Stufa trat im November in Stuttgart. Es taten 1600 Leute mehrere Tage lang. Sie hatten sich in der internationalen Kongresszentrum Stuttgart versammelt. Das Hauptreferat hielt dort ein Dr. Volker Käfer. Käfer entwickelte auf der Stufa-Tagung in seinem Vortrag die bekannte Theorie, wonach in Zukunft immer mehr Menschen in Metropolen wohnen werden, auch in Stuttgart, dass diese Menschen Metropolen-Hopping betreiben wollen, von Großraum zu Großraum sausen. Ich bin gerade am Bahnhof ausgestiegen draußen, wo jetzt die Bauarbeiten mit einem Maulwurf erklärt werden, der drei Schilder trägt. Hier lang, dort nah, egal wohin. Das ist das Motto ungefähr mal mit dem Metropolen-Hopping. Und deshalb, so Käfer weiter, setzte die Bahn auf den Ausbau der Hochgeschwindigkeitsstrecken. Und dafür brauche man Tunnels. Und zwar viele, viele Tunnelbauten. Käfer hat ausgeführt, es gäbe im deutschen Schienennetz jetzt bislang 692 Tunnels mit einer Gesamtlänge von 492 Kilometern. In den nächsten 15 bis 20 Jahren sind auch weitere 184 Tunnelkilometer für Ersatzbauten und für Neubauten vorgesehen. Alles zusammen kostet schlappe 25 Milliarden Euro an Steuergeldern, versteht sich. Wohlgemerkt, in 179 Jahren deutsche Eisenbahn wurden 500 Kilometer Tunnels gebaut, aber in den nächsten 20 Jahren sollen weitere knapp 200 Kilometer Tunnels gebaut werden, trotz eines schrumpfenden Netzes und obwohl es, soweit ich weiß, keine neuen Mittelgebirge und keine Veränderung der Endmoränenlandschaft gab. Das Besondere und ganz exemplarisch an Käfers Vortrag ist dann, man tagt ja in Stuttgart, Käfer sagte, dass Stuttgart 21 und die Neubaustrecke über die Schwäbische Alb den größten Teil dieser Summe in die Kassen der Baumafia spülen würden, mit der Tunnelpatronin der Linda Santa Barbara Kretschmann. Er nannte hierfür eine Gesamtsumme für Stuttgart 21 und die Neubaustrecke über die Schwäbische Alb von 9,3 Milliarden Euro, wobei er für Stuttgart 21 nur 5,978 Milliarden angab, obgleich bisher 6,8 Milliarden eingestanden wurden. Das zweite Beispiel, Carota. Carota heißt lateinisch Möhrchen. Gemeint sind die Möhrchen der Herren Grube und Käfer. Was hier mit Möhrchen gemeint ist, kennt ihr vielleicht. Es geht nicht um bio-gelbe Rüben, sondern um Boni-Bimbis, um Gratifikationen für Top-Manager. Der Begriff stammt von Grube-Vorgänger Meder. Ende September 2008, auf dem Höhepunkt des Bahnbörsengangs, wurde bekannt, dass Sisa Meder als Bahnchef und seine Vorstandskollegen extra Vergütungen bekommen würden für den Fall, wenn der Bahnbörsengang klappen würde. Damals sagte Herr Meder, ich zitiere, es ist allgemein üblich, dass es einen Anreiz fürs Management und für die Führungskräfte gibt. Der Eigentümer gibt denen, die Aktien verkaufen, Möhrchen, damit sie sich anstrengen, diese möglichst teuer zu verkaufen. Zitat Ende. Nun sagt der Grube ja immer,
dass sein Gehalt von 3,5 Millionen Euro im Jahr zu einem großen Teil erfolgsabhängig sei. Es gab eine Debatte am 7. Januar 2014 im Handelsblatt, welche Anteile der Vorschussvergütungen vom Bahnvorstand erfolgsabhängig sind und welche fest sind und wie die Erfolge definiert werden. Laut Handelsblatt wurde bekannt, dass die Kriterien für die Erfolge ziemlich vage sind. Das führt dazu, dass er grob im Jahr 2012 rund 100% Erfolg hatte oder auch volle 3,5 Millionen Euro das Maximum erhielt. Während Kleber waren es nur 2 Millionen Euro insgesamt Grundgehalt und Mörchen. Soweit zum Allgemeinen. Das Besondere lautet, bei Kruger, bei Käfer hängt laut Handelsblatt ein wichtiger Teil der Erfolgskriterien mit Stuttgart 21 und mit der Neubaustrecke Wendlinge 0 zusammen. So ist Herr Grube vertraglich verpflichtet, Zitat, regelmäßige Treffen mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann durchzuführen. Zitat Ende. Bei Käfer steht im Vertrag als Teil der erfolgsabhängigen Ratifikation erforderlich für den Möhrchen sei, Zitat, die intensive Kommunikation mit den Projektpartnern, der Geschäftsführung und dem Beirat der Projektgesellschaft Stuttgart 21, Zitat Ende. Im Klartext heißt es, je mehr Zerstörung in Stuttgart, desto größer das Gehalt von Grube und Käfer. Oder auch, wenn wir gewinnen, verlieren Grube und Käfer, und zwar Mörchen. Drittes Beispiel, Pro Falla. Ende letzten Jahres wurde bekannt, der langjährige Chef des Bundeskanzleramts, der im Rang eines Ministers und zusätzlich mit Diäten als eines MdBs monatlich rund 20.000 Euro nur verdiente, Herr Roland Profalla, will aus der Politik aussteigen und bei der Bahn ganz oben einsteigen, im Vorstand. Als Vorstandsmitglied für Politik, Lobbyarbeit. Grundgehalt jetzt inklusive Mörchen 1,5 Millionen Euro im Jahr. Das hatten bereits im November die Kanzlerin, der Bahnchef und der Aufsichtsratschef der Bahn, Herr Utz, Helmut Felch, miteinander verabredet. Vertraulich, versteht sich. Nun entscheidet laut 18 Gesetz der Aufsichtsrat über die Zusammensetzung des Vorstands. Felch wusste zwar über die Personalie Profalla Bescheid, aber die anderen 19 Aufsichtsratsmitglieder wussten nicht Bescheid. Das heißt, legal, illegal, scheiß der Hund drauf, egal. Nun ist dieser Vorgang bereits auf allgemeiner Ebene doppelt skandalös. Skandalös ist, dass der Politiker, der im Kanzleramt mit Angelegenheiten der Deutschen Bahn AG zu tun hatte, zu diesem Bahnkonzern wechselt. Das heißt, es gibt den berüchtigten Drehtüreffekt, das Gewinnende da raus, da rein. Skandalös ist, dass die Deutsche Bahn AG ein Millionensalär dafür bezahlt, dass jemand Lobbyarbeit im Bereich Politik macht. Das heißt, die Deutsche Bahn AG befindet sich noch zu 100% im Besitz des Bundes. Im Klartext, der Angestellte im Bahnvorstand kriegt ein Millionensalär dafür, dass er bei seiner Chefin gute Stimmung macht. Oder auch, der Schwanz lebt hier ausgesprochen heftig mit dem Hund. Soweit wieder zum Allgemeinen und jetzt im Besonderen Stuttgart 21 betreffen. Es stellt sich heraus, und Freund Peter Konradi hat es eben gesagt, und in der ausgezeichneten Strafanzeige, die er von Löper und Herr Reicherter am 12. Januar 2014 bei der Staatsanwaltschaft Berlin einreichten, haben sie es dokumentiert. Es stellt sich heraus, dass Herr Profalla sich besonders um Stuttgart 21 verdient gemacht hat. Wir erinnern uns, vor genau einem Jahr war es, als wir hier in Stuttgart ein weiteres Mal berechtigte Hoffnungen hatten, dass Stuttgart 21 scheitern würde. Kurz zuvor im Dezember war bekannt geworden, dass der angeblich eherne
Kostendecke bei dem Projekt Stuttgart 21 in Höhe von 4,5 Milliarden Euro gespreckt, dass S21 bis zu 2 Milliarden Euro teurer werden würde. Dass damit das Projekt auch selbst nach den Rechenarten der Deutschen Bahn AG unwirtschaftlich sein würde, klar war spätestens dann, dass die Grundlagen für die Volksabstimmung verlassen worden sind. Doch plötzlich, Ende Januar und Anfang Februar, sah es dann wieder ganz anders aus. Wie das kam, beschrieb die Wochenzeitschrift Die Zeit wie folgt. Zitat. Geschrieben im Februar 2013. Vergangene Woche waren die drei Staatssekretäre, die die Bundesregierung im Aufsichtsrat vertreten, zu Kanzleramtschef Ronald Kofala zitiert worden. Man beriet sich. Man redete über die politischen Folgen eines Ausstiegs bei Stuttgart 21. Kurz darauf ging die Meldung über den Ticker, Bahn darf S21 trotz Mehrkosten weiterbauen. Zitat Ende. Es war also Kofala, der die Aufsichtsräte des Bundes auf Linie brachte. Wobei dieses Treffen nur das war, was öffentlich bekannt wurde. Kofala soll noch Stunden vor dem Aufsichtsratstreffen am 5. März 2013 intensive Telefonate mit anderen Aufsichtsräten geführt haben, mit dem Ziel, dass alle die 2 Milliarden Euro durchwinken, was dann auch geschah, bis eine Person, der Vertreter der GDL, der im Aufsichtsrat gegen das Durchwinken gestimmt hat. Jetzt reibt man sich verwundert die Augen. Heißt es nicht immer, die Bahn sei eine Aktiengesellschaft? Man könne als Eigentümer nicht auf das operative Geschäft der Bahn einwirken. Offensichtlich doch. Kofala konnte das und er tat dies auf Geheiß seiner Chefin, der Kanzlerin. Das heißt also, es wird gesteuert, es wird von der Bundesregierung, der Vertreterin des Eigentümers des Bundes, gesteuert. Und nun gab es in den vergangenen zwei Jahrzehnten, seit Gründung der Deutschen Bahn AG, hunderte kleine Anfragen zur Bahn, die früher mal Peter von Rani, einige Zeit lang auch ich, lange Zeit lang auch Wilfried Herrmann und anderen Hofreitern, inzwischen andere Abgeordnete wie Sabine Leine, stellen. Und auf die bei 80% der kleinen Anfragen seitens der Bundesregierung geantwortet wird, dazu dürfen wir nichts sagen. Das wissen wir nicht. Die Bahn ist eine Aktiengesellschaft. Sie arbeitet autonom. Der Eigentümer hat darauf keinen Einfluss. Hier ist mein Lügenpack. Die Bundesregierung hat schon Einfluss. Sie nimmt massiv Einfluss. Sie nimmt ja verdeckt und konspirativ Einfluss. Und sie nimmt Einfluss gegen die Interessen der Bahn und für die Interessen von Baumafia, von Autolobby und von anderen. Damit ist ein für alle Mal klar und dokumentiert, Stuttgart 21 wird von oben gesteuert, wird von dieser Bundesregierung gesteuert. Und diese Bundesregierung wirft immer neue Steuermilliarden in dieses sprichwörtliche Fass ohne Boden, sicher auch im Auftrag der Autolobby, aber auch, um zu verhindern, dass ein Erfolg der Bewegung gegen Stuttgart 21 entsteht, weil damit das Exemplarische in Stuttgart zum Allgemeinen, bundesweit und vielleicht sogar europaweit werden würde. Machen wir also weiter. Wir sehen, dass Sie da oben uns verdammt ernst nehmen. Machen wir weiter im 20. Jahr nach der erstmaligen Verkündung von Stuttgart 21 am 18. April 1994. Machen wir weiter im 5. Jahr des massenhaften Widerstands gegen das Projekt. Machen wir weiter im 4. Jahr einer wunderbaren, bewundernswerten Bahnwache. Machen wir weiter
in den dritten und vierten Bürger begeben, wo jetzt der Endspurt notwendig ist, machen wir weiter heute, machen wir weiter auf den nächsten Montagsdemos, machen wir weiter auf den nächsten Großdemos, machen wir weiter Ende April hier in Stuttgart mit der Konferenz 20 Jahre Bahnreform, 20 Jahre Stuttgart 21. Das heißt, angesichts all dieses unterirdischen Wirkens und all dieser unterirdisch zerstörerischen Kräfte sagen wir weiter oben bleiben. Applaus